Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ich dachte eigentlich, ich fliege schon mal los und gucke, ob ich so einen Affenmenschen finde. Und bin bisher nur wieder am Rand von dem Redwood lang geflogen, wegen der Thüyas, und habe diesen See hier erblickt. Und eben als ich hier näher komme, sehe ich, hier ist auch eine Struktur. Die wollte ich mir mit euch zusammen mal anschauen. Da ich mich immer mehr bei dem Gedanken erwische, vielleicht doch so eine vorhandene Struktur zu nutzen. Wo ist noch der zwei Ringe? Aber hier wäre halt auch wieder das Problem, was kommt denn da von oben? Also das letzte da, dieses, ich nenne es mal Heaven's Klamm, fand ich schon mega interessant. Da würde ich gerne, glaube ich, auch erstmal reingehen nochmal mit zwei größeren und gucken, was da in dieser Höhle ist, wie groß die ist und ob man die vielleicht, also grundsätzlich auch mal gucken, ob man da bauen kann. Das ist ja auch riesig hier. Ich hätte so gern die Möglichkeit, einige, viele meiner Dinos laufen zu lassen, ne? Auf Wandern zu stellen, in einem abgesteckten Areal, ohne diese Leinen, dass die dann einfach da rumspazieren. So, aber ich suche nach wie vor. Da ist wieder so ein Meowing, den wir hier an diesem gesehen haben, als wir die da ist er, der ist ja immer noch. Wohnt der da? Scheinbar. So, aber ich brauche so einen Affenmenschen. Die gab es im Schnee auch, ne? Deswegen habe ich den Adler mitgenommen, weil der hat alles am Start, was wir hier brauchen. Nee. Dann fliegen wir mal da hoch und hoffen, wir finden so einen Schneemenschen, so einen Affenmenschen. Terrorbirds. Ich habe auch noch keinen Tüler gesehen. Ich fürchte, den ersten, den ich sehe, frisst mich auf. Jetzt wird es wieder duster. Machen wir es mal so. Aber ich suche jetzt einfach mal ohne euch weiter. Ich wollte euch nur diese Burg da zeigen. Weil das ist unglaublich schwer für mich zu schneiden, diese Flugabschnitte. Ich muss dann ja auch immer was erzählen, sonst ist es öde. Also schneiden wir es raus da. Hallo. Okay. Da ist einer. Okay. 95. Na klar, muss natürlich Klavöhner sein. Hallo. Ich müsste dich mal picken. Ach so, das war nur die Fliege. Der gibt keine Haare. Shit. Ich hatte gehofft, der gibt Haare. Oh, jetzt haben wir den umsonst getötet. Naja, gut, okay. Aber ich habe hier oben gerade. Entweder war es ein Saber. Da ist noch so einer. Hallo. 135.
Tja, keine Haare. Dann müssen wir eh warten, bis die gewachsen sind. Na, passt auf, ihr Lieben, dann machen wir es folgendermaßen. Ich muss hier mal in. Aha, da ist so ein Jungen. Ich will mich hier mal in aller Ruhe umgucken. Ich will mir die Bogen alle mal anschauen. Und mir eine rauspicken, wo wir vielleicht tatsächlich dann auch mal wo, weil ihr merkt ja, ich habe irgendwie den Antrieb fürs Bauen nicht so richtig gefunden. Nach diesem Kampf mit diesem Aufstieg war das erstmal vorbei. Und so eine Verhandelsstruktur, weil ich bräuchte halt auf jeden Fall, ich bräuchte ein Gewächshaus. Wir brauchen dann auch einen Raum, wo wir die Babys, also ne, für die Klimaanlagen oder Öfen, je nachdem. Da sind sie. Hier sind die Thylas. Okay, in der Nähe von dieser Burg, die hier eingezeichnet ist. Da sind die Thylas. Und die können extrem hoch springen, gell? Das heißt, ich brauche die Türfragmente und aber auch ein Dach. Dann würde ich das zwei Stockwerke hoch machen. Das ist die Ecke, die wir uns schon angeguckt haben. Das habe ich jetzt gemacht. Warum kann ich jetzt nicht auf die Map gucken? Ja, wir sind einmal da außen rum, ne? Ich habe ja immer noch die Hoffnung, diese Höhle zu finden, die ich hier mal auf diesem Community-Server entdeckt hatte. Weil das wäre auch. Na, wobei. War nicht so viel Platz. Ich glaube, da machen wir jetzt Folgendes. Hier oben drin sind die Thylas. Ich fliege hin. Setzen wir einen Zehenkäfig zusammen und dann versuchen wir uns ein Thylerpärchen zu holen. Und mit denen können wir ja dann überall hin. Und da können wir uns dann. Ach, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich fliege jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und dann überlege ich, was ich als nächstes mache. Ich brauche Haare. Und die müssen wachsen. 50 Stück brauchen wir für die Troller. Oh Mann, ihr Lieben, ich habe tatsächlich vergessen, die Paarung zu deaktivieren und ich habe den Wert verändert, sodass sie schneller wieder paarungsfähig sind. Das heißt, wir bekommen noch ein Dödi-Baby. Yay! ja, gucken wir mal. Deswegen habe ich euch jetzt hier nochmal dazu geholt. Ansonsten bin ich hier gerade am Vorbereiten. Ich mache Narkopaste und hier neue Darts und Munition. Das sind jetzt hier noch die Reste vom, voilà, vom Farmen eben. So, das kann alles weg. Ja. So, dann gibt es noch ein Baby. In 1,5 Minuten. Mann, 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 Mann. So, okay, wir können hier mal. Oh, ich habe Haare bekommen. Wo habe ich denn die Schere hin? Mal sehen, wie viele es sind. Zu früh? Zu früh.
Oder ach so, weil ich nichts verändert habe, vielleicht. Dann mache ich wieder Standard. Achtmal. Okay, wir müssen halt einfach warten. Alles klar. Oh Mann, oh. Kennt ihr ein Haarwachsmittel? Das wäre jetzt echt hilfreich. Kind, lass uns mal nochmal gucken hier. 17 Sekunden, sind wir ja genau richtig. Achtung, muss mein Mützel aufsetzen. Und jetzt bitte nicht wieder auf das Baby kacken. Ui, ich habe nichts zu essen dabei. Sekunde, wir warten schnell. Und? Kloink. Da unten ist es wieder da reingeglitscht. Ach. Hier. Hallo, kleine Maus. Du bist Upsi. Weil... Kommt ja keiner an, dass du auch noch kommst. Wo ist er hin? Hier? Nicht mir folgen. Oh. Mach das doch mal aus. Ihr seid so goldig. Hallo, kleine Maus. Ja. 118. Auch wieder ein Junge. Schön. Okay, Upsi, meine Maus. Ich hol dir mal noch ein bisschen was zu essen. Jetzt willst du nicht? Zum Möhren? Dem geht's gut. So. Okay. So, genau. Ansonsten war der Plan, brauche ich neue Fundamente, dass ich mal gucke, ob ich so eine Tür ausgezähmt bekomme. Ich hoffe, zwei Wandelemente hoch reicht für die. Ich weiß, sie können springen, aber ich weiß nicht, wie hoch. So, dann können wir ja mal gucken. Fasern, Leder, Metallbarren. Die werden nämlich langsam eng. Und das machen wir in der Werkbank. Die Metallbarren sind in Munition draufgegangen. Nichts mehr da. Okay, dann müssen wir warten, bis wir wieder da sind mit dem Sattel. Und ich habe gelesen, der mag lieber das hier. Als das. Also das Rohe nimmt er auch. Warte mal, lass das mal durchbraten. So.
Genau, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein paar Türs ausgespäht habe. Ja? Bis gleich. Oh Mann, ihr Lieben. Ich habe beim so Rumfliegen ein Megatherium gesehen. Ein Mädchen. Level 150. Wie konnte ich da jetzt nicht stehen lassen? Allerdings habe ich gedacht, ja, ich habe genug Zeit, um schnell heimzufliegen und Honig zu holen. Den hatte ich nämlich nicht einstecken. Jetzt hoffe ich mal, dass sie noch schläft. Ich habe die Kapseln wieder vergessen. Ah, ich bin ein Rindvieh. Ich bin gerade echt unentschlossen, so ein bisschen. Oder was heißt unentschlossen? Ich tue mich gerade schwer, irgendwie ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Ich würde mir jetzt tatsächlich gerne mal so diese Burgen angucken. Und da habe ich mir dann überlegt, ist vielleicht ganz gut, wenn ich da zwei Türs dabei habe. Dann kann ich ja auch mal in diese Höhlen, die da in diesen Bogen oft sind, reinschauen. So, Mäuschen. Honig. Okay, die muss nur zweimal essen. 140, okay. Aber ein Mädchen. Und schwarz. Genau das, was wir brauchen. So, dann gucken wir hier mal noch ein Stückchen weiter. Ist auch schon wieder Dusch. Ja, es ist 9 Uhr. Ist es hier an? Oh, geht noch ein bisschen. Okay. Ja, so würde ich das jetzt auch weitermachen. Also ich habe jetzt es wieder so eingestellt, dass ich schneller die Möglichkeit habe, euch dazuzuschalten. Das ging jetzt bei dem Megatherium nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich wieder sonst wohin gelaufen. Und dann fliege ich jetzt hier einfach ein bisschen rum. Mein, ne, Augenmerk ist, Thyrakuleus zu finden. Ich habe dafür alles einstecken. Achso, wir müssen ja nochmal zurück eine Kapsel holen. Mache ich das schnell. Genau, und wenn mir irgendwas vor die Flinte kommt, wo ich denke, oh, das will ich auch mitnehmen, dann hole ich euch dazu. Und ansonsten sehen wir uns bei den Tülers wieder. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe extra für die gebratenen Hammel gemacht. Laut der Dodo-Dex mögen die das lieber als den rohen. Hi Leute, ich bin mega aufgeregt und angespannt. Da vorne ist ein unglaublich hübsches Thyrakuleo-Mädchen. Level 55. Ich hoffe, dass das hier funktioniert und die mich nicht auffrisst. Da läuft sie. Die sieht so hübsch aus. Das ist ein R-Thyrakuleo. Reichen zwei? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, Mann, oh Mann. Wie viel haben wir noch? Nochmal sechs. Das hilft nicht viel. Das war's. Das muss reichen, ansonsten. Scheiße.
Nee. Komm zu mir! Komm nicht drauf, komm nicht drauf! Oh, bitte, bitte nicht sterben! Scheiße, ich war drauf. Der hat den Tür tot gemacht. Oh. Okay, ich lebe noch. So. Ist die Eule hier? Oh, Mäuschen. Dankeschön. Oh, geht mir die Pumpe. Das tut mir so leid. Okay, geh mal hier rein. Was ist mit dem hier? Eieieiei. Mist, die war zu nah dran. Ich hätte noch mal gucken sollen, bevor ich die Rampen... Schade. Die sah echt hübsch aus. Da ist er. Das war der, den ich noch gesehen hatte. Ja, natürlich ein Nimmerle, ne? Level 90. Du bist ein Schubser, gell? Du bist gar kein Bronto. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Schon groß passieren, ne? Ja. Okay, er macht sich, glaube ich, wieder mit einem Mammut. Halt nicht genug für einmal rum. Und sicherheitshalber für mich. So. Wenn das nicht hoch genug ist, haben wir Pech. Das werden wir aber sehr schnell merken. So, wo ist er jetzt hin? Ist er weg, wa? Hier, hallo. Oh, oh. Komm mal hier, kannst du hier reinhüpfen? Okay, bleibst du jetzt da drin? Ist es echt, war es das schon? Hüpfst du da wieder raus? Wie sieht's denn aus? Boah, bist du hübsch? Ich habe ein bisschen Angst abzusteigen. Oh mein Gott.
wenn der da springt, ich habe Angst. Hallo, Schrekuleo. Scheiße. Scheiße. Ich wäre gern bei meiner Eule, wenn ich auf die schieße. Wie hoch hüpft der? Nicht getroffen. Eulchen. Warum schießt er nicht? Scheiße, da ist eine Eule. Oh, bitte lass das klappen. Das wäre mein erster Chirculeo. Was will die? Oh, das dauert noch. Wo ist denn die hin? Scheiß Vieh. Okay. Also nochmal vielen Dank an den Tippschreiber. Ich denke an sowas einfach immer nicht mit den Rampen. Das war ja jetzt echt super easy. Jetzt beruhig dich doch mal. Lecker gebratenen Hammel von mir. Kein Bettnis hat sie bisher noch nie. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Der Trudel. Den, der gerade einen Mammut gefressen hat. So, dann gib mir mal das hier. Läuft die Aufnahme? Oh, Gott sei Dank. Wir haben einen flauschigen, coolen Türkuleo. Hallo. Oh, bist du geil. Oh, auf dich freue ich mich so sehr. Der coolste von der Welt. So, wir haben mal Sicherheitsmaßnahmen hier. Oh shit. Oh was? Nein! Oh, so wird es nicht mit der Sicherheit. Du weg. Das Ding. Oh, wie schön. Hallo, 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 hallo. Ja, ne? Das ist mega cool. Müssen wir den schützen? Ich würde sagen, sicherheitshalber. Mal jetzt hier zu. Schnuffel ist mal was. Ja. 18%. Okay. Es kann sein, dass wir den nachbetäuben müssen. Okay.
einer der wenigen Dinos, die nicht schnarcht. Großartigst. Guckt euch die schöne Färbung von dem Tier an. Oh, freue ich mich auf den. Sattel habe ich auch gebaut. Habe ich ihn einstecken? Ja. Coole Sache das. Brauchen wir noch ein Mädchen. Versteht sich von selbst. Vor allem, wenn das so einfach geht. Das ist ja schon echt. Ja. Hi. Oh, wie cool. Momentchen. Ach, geh doch mal kurz. Boah, wie cool. Hi. Boah, wie ich mich freue, dass du jetzt zu uns gehörst. Genau. Wolchen, du bleibst mal auf neutral und wir gucken mal, was hier so abgeht mit dir. Ach was. Wir kommen mal wieder runter. Ah. Okay. Sehr cool. Tag. Oh, musst mehr Schaden machen, Schätzelein. Ganz genau. Feine Sache, feine Sache. Und irgendwie festhalten kann ich die nicht, wa? Sache das. Wie viele waren das denn auf einmal? Es war nicht nur einer, oder? Hallöchen, Popöchen. Coole Sache das. Das hier. Du gibst mir mal das hier. So, Spätzchen, dann kommst du hier mal in die Box.
Problem. Das haben wir gut gemacht, Gertrude. Richtig gut. Hi Petri. Ach, wie cool, Mission erfüllt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch ein Mädchen sehen. Aber nicht mehr, wir suchen jetzt nicht mehr so intensiv nach einem Schüler wie eben. Ist ja auch wieder genug Stoff für eine Folge, was wir jetzt hier wieder ein Tierchen dazu bekommen haben. Den aus Versehen Dödi. Kano. Dann haben wir ja ein Mädchen fürs Megatherium. Und wir haben Tyrkoleo. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es ein Wolf war oder so ein Hirschspiel. Letzteres ist der Fall. Ach nee, das ist so ein Mewing. Mewing. Was ich gern mal probieren wollte, war, aber der macht mir nicht so richtig viel Schaden, der Tüler. Weil da drüben ging es rein. Ah, komm, wir probieren das mal. So, Spitzlein, dann gehen wir zweimal die Rune holen. Okay. Neun. So, du bleibst, glaube ich, einfach mal kurz hier stehen. Wo war das? Hier. Achso, ich bin schon im hellsten. Boah, ist das schön. Ich hoffe, ihr seht das. Habe ich ein Feuer einstecken? Ja. Macht's das besser für euch? Ein bisschen. Das ist einfach nur eine schöne Höhle hier mit einem leuchtenden Kristall. Cool. Feine Sache. Alt klar. Jetzt bin ich schlauer als vorher. Moin. Ach stimmt, wir haben ja die Rune genommen. Na dann lass uns doch mal gucken, wen wir sie haben. Zeit muss doch einstecken können. Was haben wir da hinten? Gallimimus. Was hat der so panisch da? Vor was läufst du weg? Muss ich auch Angst haben? Da hinten ist ein Kano. Terrorbirds. Drei Stück. Zu viel war.
Was haben wir hier noch? Nix. An die traue ich mich nicht ran. 3 Stück. Na gut. Strahl, den können wir ja noch einsammeln gehen, oder? Nee. Das brauchen wir nicht. Gibt nur einen Haufen. Aber er macht, ups, er macht nichts mit der linken Maustaste. So, Dille. Moin. Okay, es wird jetzt auch wieder duschen. Okay, Lieben, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich fliege jetzt heim und würde an der Stelle die Folge dann beenden. Und sollte ich tatsächlich... noch ein Mädchen sehen, das sollte schon 50... also Level 50 sollten die schon haben. Dann würde ich euch wieder dazu holen. Aber ich denke, ich muss jetzt hier einfach auch mal die Folge beenden. Skorpione. Da ist noch einer. Mist Saber. Kalt, ach so, weil es dunkel ist, Nacht wird. Okay, Lieben, also dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne mal ein Däumchen da. Freue ich mich immer sehr. Oder einen Kommentar, freue ich mich noch mehr. Und ansonsten lasst euch gut gehen und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Machen wir das. Was ist das da? Polovia. Jo. Alles klar, ihr Lieben. Also dann. Bis morgen. Bye, bye.